Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflussen die Sternen und Sternbilder unserem heutigen Tag am 24. August 2017? Mond hat eine zunehmende Mondphase, beeinflusst heute unsere Werte, unsere Finanzen und es gibt keine Hindernisse, das kann auch heute ein Gewinn bedeuten. Besonders bei Tierkreiszeichen Wagengeborenen, bei Zwillingsgeborenen, bei Wassermanngeborenen, bei Jungfraugeborenen, bei Stiergeborenen und bei Steinbockgeborenen. Mond befindet sich gerade im Tierkreiszeichen Waage, beziehungsweise gerade im Grenzbereich, der Übergang von Tierkreiszeichen Jungfrau auf Tierkreiszeichen Waage. Es gibt Einflüsse von außen, einmal von einem Stern Zaniach, und das ist die linke Flügel der Jungfrau, also befindet diesem Stern in Tierkreiszeichen Jungfrau und das bedeutet Leichtigkeit. Und diese Leichtigkeit sollen wir heute spüren und wir brauchen die spielerische Art und Weise, besonders wenn das um Werten geht oder jemand beschenken oder um die Finanzen, kann auch ein Gewinn bedeuten. Dann beeinflusst die Mond nochmal ein Stern und dieser Stern heißt Windemiatrix, übersetzt heißt die Traubenernte oder die Weinleserin und das schenkt uns Lebensfreude und das sollen wir heute zulassen. Bedeutet auch, dass etwas trägt Früchte. Dann haben wir auch einen Glücksstern auch und das ist die Saphir und tatsächlich wie ein Edelstein wirkt und beeinflusst unsere Mondenergie und die Mond vermittelt uns für den heutigen Tag. Die alten arabischen Astrologen haben auch beobachtet die Mondbewegung und sie beschreiben den heutigen Tag, das ist ein Wohltat, oder wir bekommen ein Geschenk, es ist eine angenehme Überraschung. Der Tag ist gut für einen Neuanfang. Der Tag ist gut bei einer Reise oder Gewinn machen. Aber wir sollen heute keinen Vertrag unterschreiben. Unser Planet Erde befindet sich gerade im Tierkreiszeichen Fischen und nähert sich zu einem Glücksstern. Und es soll auch Glück bringen auf unserem Planet Erde. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Tierkreiszeichen Wagengeborenen sind Möglichkeiten, Chancen. Es ist etwas sichtbar, greifbar. Es kommt etwas in Form. Und es gibt ein Sicherheitsgefühl oder Erfolg bei den Wagengeborenen. Es ist ein Überraschung ist möglich oder unerwartete Ereignisse oder eine Nachricht. Und bei Wagengeborenen ist ein wichtiges Thema gerade die Werte. Es ist auch wichtig, die Preise zu vergleichen, gut investieren, aber auch das eigene Selbstwertgefühl. Und heute haben die Wagengeborenen Glück im Finanzen. Das kann auch ein Gewinn sein. Bei Tierkreiszeichen Skorpion geboren ist wichtig Sicherheit, Stabilität. Und das haben viele Skorpion geborenen erreicht. Und jetzt brauchen ein bisschen Luft, ein bisschen Bewegung. Und die Skorpion geborenen setzen auch etwas in Bewegung. In den kommenden Tagen wird es noch aktiver sein. Eine kleine Reise oder ein Besuch oder Kontakte im vertrauten Umgebung hilft bei den Skorpiongeborenen. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen
ist wichtig, einen sicheren Boden unter dem Füßen. Dieser Wunsch, dieses Bedürfnis haben gerade die Schützengeborenen und die erreichen das auch noch, weil dieses Glück begleitet momentan die Schützengeborenen. Sie bringen etwas in Ordnung, sie spüren die Sicherheit und Stabilität. Denn das eigene Zuhause gibt Kraft bei den Schützengeborenen oder sie setzen die Kraft in diesem Bereich ein, weil sie verbessern etwas zu Hause oder verschönern etwas oder renovieren im Haus etwas oder einige Schützengeborenen haben eine wohnliche Veränderung, einen Umzug. Und die Möglichkeiten sind auch gut da, also es ist angenehm. Bei Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist eine gewisse Sperre da. Die Steinbockgeborenen empfinden das als Unbeweglichkeit. Sie möchten etwas in Bewegung setzen und es geht nichts voran. Und diese Sperre und auch diese Kraftlosigkeit können die Steinbockgeborenen überwinden. Sie brauchen Leichtigkeit, sie brauchen Lebensfreude oder ein Fest oder ein Hobby oder in Freizeit etwas zu tun, was Lebensfreude und ein Lachen schenkt bei den Steinbockgeborenen. Und es hilft, Kraft zu sammeln und hilft, etwas in Bewegung setzen und vor allem das befreit auch. Bei Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen ist wichtiges Thema die berufliche Situation, aber auch die Alltag, auch die gesunde Ernährung, Gesundheit, all das beschäftigt momentan die Wassermann-Geborenen. Und es sind auch die Leichtigkeit da, auch die Chancenmöglichkeiten gerade etwas zu verbessern. Sie zweifeln noch ein bisschen daran oder sind noch Unklarheiten da. Aber wichtig ist, dass die Wassermann-Geborenen mutig sein oder anderen zuzugehen oder aktiv zu sein, besonders wenn sie in die beruflichen Situation etwas verändern, verbessern möchten. Bei Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen ist wichtig die Sicherheit, Stabilität, auch eine feste Boden unter den Füßen. Und wichtig auch die Liebe, Partnerschaft. Die Fischengeborenen sind gerade dabei, die Vergangenheit abschließen, die Wunde zu heilen. Und diese Heilenergie ist spürbar, aber auch die Glück, besonders im Liebe, Partnerschaft. Liebesenergie oder Glück in die Liebe haben auch die Wiedergeborenen, besonders die Wiedergeborenen, die am 1. Dekade geboren sind. Und diese Liebesenergie strahlt aus bei die auf die Schützengeborenen und auf die Löwengeborenen. Das erkläre ich aber ausführlich in meinem täglichen Denderas Liebeszauber. Bei Wiedergeborenen spielt auch eine Rolle, eine Reise und ist wichtig auch eine Wandlung, eine Veränderung. Es sind Umbrüche und Veränderungen da. Aber es ist noch nicht der Neuanfang, sondern die Wiedergeborenen schauen noch zurück in die Vergangenheit. Da ist etwas noch da, was sie verabschieden, loslassen oder verändern. Und wenn das abgeschlossen ist, da kommt das Neuanfang, dieser gewünschte Neuanfang. Dahin geht die Reise. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtig, die berufliche Situation oder die Berufung oder Anerkennung oder Lob, diese Ansehen, diese beruflichen Ansehen, aber auch die Finanzen. Und das möchten die Stiergeborenen auch in Ordnung bringen. Die Chancen sind da. Eine Reise hat auch eine Bedeutung, gerade bei den Stiergeborenen. Bei den Zwillingsgeborenen ist auch wichtig, die Anerkennung, das Ansehen, die Erfolg und auch die Berufung leben. Und da sind sie gerade dabei, die Zwillingsgeborenen, das zu verbessern. Dazu benötigen aber Luft und Leichtigkeit und das haben heute die Zwillingsgeborenen. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist eine gewisse Sperre da. Auch diese Unbeweglichkeit oder Rückzug. Die Krebsgeborenen sollen rausgehen,
im Freizeit etwas unternehmen oder in einem Verein oder in einer Partei tätig zu sein, Kontakte pflegen, Bekanntschaften und Freundschaften. Und die Krebsgeborenen neigen dazu, sich zurückzuziehen, und das sind die Hindernisse, und das verursacht dann diese Unbeweglichkeit. Und das im Gleichgewicht zu bringen, ist wichtig, dass im Freizeit die Krebsgeborenen etwas unternehmen und Freundschaften, Bekanntschaften pflegen, also aktiv zu sein. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist die Bewegung, die Kraft und die Mut, und die Löwengeborenen bringen etwas im Vorschein, sie bringen etwas im Licht. Und zum Schluss, worauf sollen wir noch heute achten? Gleich am Tagesbeginn sollen wir etwas klären oder wir brauchen Klarheit, Orientierung. Das trifft in erster Linie die Jungfraugeborenen, die Steinbockgeborenen und die Stiergeborenen. Dann Nachmittag ist ein Gespräch wichtig. Entweder bekommen wir eine Nachricht oder wir sollen mit jemand kommunizieren. Das trifft auch wieder die Jungfraugeborenen, die Steinbockgeborenen und die Stiergeborenen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.